Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You trying to survive. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und somit herzlich willkommen zum dritten Teil von Emily is Away. Wir starten rein mit Chapter 3 und zwar 2004. Ja, wir haben ja in den letzten zwei Folgen, die ja kamen, haben wir nämlich in der ersten Folge haben wir Chapter 1 abgeschlossen komplett und in der zweiten Folge haben wir Chapter 2 abgeschlossen. Heißt, wir haben 2002 und 2003 schon hinter uns. Wir müssen jetzt oder haben jetzt das Chapter 3, sprich 2004. Wir starten einfach direkt rein. Suchen wir hier College. Okay, wir können wieder ein neues Ding nehmen. Okay, Saw haben wir hier, Mean Girls, okay, you. Asher? Okay, keine Ahnung. Also wir können auch hier actually halt auch Sachen nehmen. Das ist glaube ich Incredibles oder so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie dieser Film heißt. Ich habe das nie geguckt, möchte ich dazu sagen. Das ist, glaube ich, so eine Anspielung auf Thaddeus. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das ist. Aber das sieht mir eher so aus, könnte in Richtung Walking Dead gehen, aber Walking Dead gab es ja 2004, glaube ich, nicht, ne? Egal, komm, ich nehme das da. Das sieht cool aus. So. So. Ich habe das jetzt so gemacht in der letzten Folge, das habt ihr aber glaube ich auch schon gesehen. Ich habe nämlich meinen Hintergrund und meine Schriftart geändert. Ich kann die leider nicht für das komplette Ding hier machen, weil sonst hätte ich einfach ihre Schriftart irgendwie blau gemacht. Aber ja, Schriftfarbe, nicht Schriftart. Ja. Wie es Leben? I feel like we haven't talked in a while. Also wir haben lange nicht mehr geschrieben. Beziehungsweise geredet. That's good. Also ist gut, wie ist deins? Halt, ne? It's fine, got any plans this weekend, hanging out, how are you going to show? A warehouse party, going to show, hanging out, come on, mal hanging out. Okay, auf einmal ist irgendeine Emma mit dem Spiel aber noch hin. That sounds like fun. Machen wir hier, Friend. Sounds like fun, klingt nach Spaß. Wer ist Emma? Oh, she's just one of my friends. Cool, I don't even. Was? I don't think I've ever. Was? I've heard you talk about her before. Did. Was? How did you meet? Just a class at a party. Ich war ja im letzten Jahr, kann man ja dann so gesehen sagen, oder ich sag's mal, im letzten Chapter war ich ja bei dieser, habe ich ja geschrieben, dass ich einfach nur mit meinen Kollegen da abhänge oder mit den Leuten da abhänge, und deswegen kann man schon sagen, Mike introduced us. Ich drück halt einfach irgendwas, man merkt's, glaube ich. so, is she your best friend? Also wir können jetzt sagen, of course, also ja, ich weiß es nicht oder nicht wirklich. I don't know. Ich sag jetzt einfach mal 2, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Run. Also ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher, wie oder wen ich meinen besten Freund nennen würde. Irgendwie so. Oh wow, Jan, sounds like things are going really well. Also, wow, klingt, als würden die Sachen gut laufen. Irgendwie so, keine Ahnung. That's just so great, das ist wirklich gut. So, jetzt kann ich halt entscheiden, how's everything? What are you up to tonight? Und do you have plans this week? Jetzt machen wir mal 3. Also ob sie irgendwelche Pläne hat. Well, me and Brad were supposed to go see a show, but that's not happening. We broke up last week. Oh. Oh, fuck this. Also, wait a minute, what am I here? Ein Fast Typer. Also, sie hat geschrieben, well, oder, schon, also sie hatte Pläne, aber sie und Brad haben Schluss gemacht. So, auf den kann man schon. Ja, doch, haben Schluss gemacht. Die wollten sich eigentlich eine Show ansehen. Und jetzt schreibe ich halt, dass es mir leid tut und wie es ihr damit jetzt geht, so gesehen. So kann man das, glaube ich, nennen. Oder ist, glaube ich, so, ne? Fuck, wirklich einfach. I'm okay, it's just really weird since me and him had the same group of friends, so things are messy. Okay, kann man verstehen, dass das irgendwie scheiße ist, so? So, ich verstehe es ja selber. So, weil wenn man dann denkt, stell dir mal vor, so, du hast bist mit jemandem zusammen, hat dieselben Freundegruppe, also hat dieselbe Freundesgruppe und einer von euch macht Schluss, Digga, dann hängst du immer noch mit denselben Leuten ab, Alter. Also halt mit denselben Freunden, so. Ist weird drüber nachzudenken, ja. Kann man irgendwo verstehen, ja, aber daran ist eigentlich nichts Verwerfliches so oder generell nichts Schlimmes so jetzt in meinem Sichtfeld darüber. So, wenn man jetzt mit irgendwem zusammen war, Schluss gemacht hat, aber immer noch dieselbe Freundesgruppe hat, so ist ja eigentlich theoretisch egal. So, wenn man halt nur mit, von dieser Freundesgruppe halt was mit ein, zwei Leuten oder drei, vier Leuten macht, ist das ja immer noch egal. Also du hast deine Leute und keine Ahnung, sie hat ihre Leute oder was weiß ich oder er hat halt seine Leute, ne? So ist das halt. Ja, deswegen, ich schreibe jetzt auf. Perfekt, jetzt ist meine Microfigur runtergefallen. Egal, scheiß drauf. Mach weiter. So, aber du weißt, dass ich hier bin. I know, thank you for that. I just feeling. Ja! Also abandoned, so. So, ich, keine Ahnung. Weiß ich. Band allein gelassen? Kann man das. Ich glaube, man kann sogar schon mit. Oder aus der Nachricht kann man so Richtung alleingelassen werden gehen. Irgendwie so. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. So, weil ich, wie gesagt, ich zock das so ein bisschen mal. Aber ich hatte actually nicht das Problem, dass ich mich so gefühlt habe. Klar.
Ich weiß immer noch, ich war down. Ja, ich hatte meine Down-Phase danach, aber egal, so, die ging weg. So, es hat ein, zwei Wochen gedauert, so, aber danach ging es mir ganz normal wieder. Ich habe weitergemacht mit dem, was ich gemacht habe, halt mein YouTube-Ding, mein Streaming-Ding. Ja, habe dann nach kurzer Zeit auch angefangen, wieder live auf Instagram zu gehen. Ja, hab in der Zeit viel mit anderen Leuten gemacht, aus den anderen Klassen, außer JPA halt, weil ich war ja vorher JPA, wisst ihr aber alle. Es gibt nämlich ein Video, wo man die Schule sieht. Deswegen, wobei, ich glaube, das ist gar nicht mehr online. Das ist dieser Vlog, wo ich erwähnt hatte, dass ich gerade mit der Deutschprüfung fertig bin. Wobei, das war, glaube ich, das war nicht mal Deutschprüfung, das war irgendwas anderes, das war irgend so ein Test, das war Homeoffice noch, wo wir zum Test in die Schule fahren mussten. Genau. Aber ja, so kann man das halt actually verstehen. Wie gesagt, ich weiß selber, wie sich das anfühlt. Und ich kann aus Erfahrung sagen, es ist ein sehr beschissenes Gefühl, aber man kommt drüber weg. Ja. Wie gesagt, ja. Ich glaube, ich habe genug gelabert. Schauen wir mal, was können wir hier auswählen? Warum hast du Schluss gemacht? Shitty Friends. Die waren schlechte Freunde oder wie läuft's in den Klassen? Ich versuche jetzt einfach vom Thema wegzukommen. Deswegen machen wir mal. How are classes? Ja, okay. Choose to change the Thema. Also ich habe das Thema gewechselt. My class, they've been okay, I guess. One of the brightest one of my is in one of my classes. So that's just going to suck now. Oh man, now I'm starting to cry. Oh muss kurz was trinken, ob ich rede. Ich habe das Gefühl, das Chapter ist gleich auch schon zu Ende. Ich bin echt gespannt, wie viele Chapter es gibt. Weil ich weiß nicht, wie viele Chapter es actually gibt. Das Game ist, glaube ich, noch gar nicht so alt. Ich glaube, das gibt es auch erst seit 2 Jahren, 3 Jahren vielleicht. Also es ist noch gar nicht so alt, aber ich habe es nie so richtig gesehen. Thanks, I'm sorry for being such a mess. Also ich sag jetzt mal so ein zerstörtes Wrack, kann man schon eher sagen. Meint man mit der Nach oder könnte man meinen? Wir schreiben jetzt hier mal das erste. Ich muss, glaube ich, in der. Ich weiß es halt nicht, weil ich kann nicht wissen, ob ihr diese Tastatur zu laut hört. Ich selber höre es nicht. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Ich höre es selber nicht, weil. Oder ich habe auch noch kein Feedback lesen können, weil ich nehme die Folgen gerade hintereinander auf. Ja? Ich nehme gerade 1, 2 und 3 hintereinander auf. So, thank you. It's nice to be able to. Was? It's nice to be able to talk about this. Also, ich danke dir. Es ist wirklich gut, darüber zu reden. I haven't really had the chance to vent yet. Puh. Ich nehme das weiter, aber auch einfach nur, weil ich keine Ahnung habe, was. Was mit der anderen Nachricht gemeint ist, I haven't really had the chance to went yet. I want to ask you something, but I'm afraid you'll hate me later. Also, sie will mich was fragen, aber sie.
Ich sag jetzt, beziehungsweise, wie kann man das jetzt sagen? Also, sie hat ein bisschen Angst davor, dass ich sie danach hasse. Also, halt der Charakter, den ich so gesehen hier. Kann man performen sagen? Ich glaube, man kann schon performen sagen. Deswegen, ich mach mal zwei. Also, promise me, you won't hate me. Also, versprich mir. Du wirst mich nicht hassen, so. Ja, okay, warte, wir lassen die kurz zu Ende schreiben, dann lesen wir alles durch, ne? Tam. At Travis Party Senior Year. Also bei dieser Senior Party 2003, ja, muss man dazu sagen, 2003. Also muss man nicht dazu sagen, aber es war das erste Chapter. Remember how we got bored and went for the walk. So, erinnerst du dich, wie wir gelangweilt waren und rausgegangen sind, um zu laufen? Oder beziehungsweise für diesen Spaziergang? We stopped at the playground for a bit. Wir stoppten da bei diesem Spielplatz für eine Weile. And we just laid there and looked at the stars. Also wir haben uns da hingelegt und in die Sterne geguckt. Also actually ist es sogar ganz chillig, so in die Sterne zu gucken. Also ich weiß es nicht, ich kann es nicht. Fenster ist jeden Tag bedeckt. Aber einfach nur, weil ich sonst auf dem Monitor nichts erkenne. Die sind zu hell, beziehungsweise zu dunkel. Ich krieg die nicht heller. Leider. Sonst würde ich auch Holo hoch machen, aber. Nee, geht nicht. Well, why didn't you kiss me? Also warum hast du mich nicht geküsst? So, I don't know, ich weiß es nicht. I don't want to screw things up. I don't know you felt that way. Wir machen mal 3 actually. I didn't know you felt that way. Okay. Also diese Dachen da unten machen gar keinen Sinn, was da unten steht, weil I don't know. I've just always wondered how things would be if you did. Also sie hat sich manchmal gewundert, wie die Dinge gelaufen wären, wenn mein Charakter das gemacht hätte. I didn't know. I don't know. Ich weiß es nicht. Es ist kind of stupid. So irgendwie dumm, I guess. So. You should have told me. I wanted a two, I wish I had you. Weil wir machen mal 2, weil mich interessiert das voll gerade. So. Auf einmal dieses Spiel ist interessant geworden, weil ja. Dieses Spiel ist auf einmal interessanter als jedes andere Game, was ich jemals in meinem Leben gespielt habe. So, warte mal. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich kurz sehen, weil ich will mal eben hier so ein bisschen das Mic ein bisschen down machen. So, down schalten. So. Oh, hey, I have an idea. Okay, warte, wir lassen die jetzt. So. Hey, ich habe eine Idee. Maybe I could come visit this weekend. I could really use some time away from the school. We always say we would visit each other. Do you think? As long as it's just a friend, not a good idea. Ja, komm, wir machen 1, Digga. So weiter. What about your plans with Emma? Boah, ich habe ja keinen Plan. Was ist Ditch, Bro? I talked to her about it. I makes. Sorry, wir machen mal 3, wo ich keinen Plan habe, was dieses Wort ist, Bruder. Aber. Okay, ich denke, that's best.
Ich habe keinen Plan. What do you want to do this weekend? Also da haben da bei Dorm wissen wir ja mittlerweile, dass es Wohnheim heißt. Go to some parties, some stuff around campus. Also Schulgelände, sag ich jetzt einfach mal. Hang out in my dorm, also einfach chillen im Wohnheim. Auf ein paar Partys gehen. Ich schätze mal einfach just hang out in my dorm, so. Würde ich aber wahrscheinlich auch machen. So. Einfach ein bisschen chillen so. Sounds good to me. Should I bring my alcohol? Ah, my napkin. Ah, ist nicht, Bruder. Ich habe. Also, sie hat jetzt gesagt, sounds good. Also klingt gut für mich. Soll ich meinen Alkohol mitbringen? Na, I have some. Ich hab noch welches. Okay, I'm so excited to finally come and visit. Oh shit, I actually have to run. I see you this weekend. Ich glaube, somit haben wir dann auch das dritte Kapitel. Ja, Leute, wir haben das dritte Kapitel abgeschlossen. Emily's Away. 2004 haben wir abgeschlossen. Beziehungsweise Chapter 3. Leute, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann entweder bei dem nächsten Chapter wieder oder je nachdem, was ich als nächstes hochlade. Leute, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. His heart is cold, his lungs are blown.